Tweets gebackupt. Hier dieses Backup läuft dann einmal in der Stunde eben durch und funktioniert eigentlich ziemlich zuverlässig. Man kann die Tweets dann auch exportieren, was ich ziemlich wichtig finde. Möchte man als CSV exportieren, kann man eben diesen 1 Dollar pro Monat Premium-Account noch machen. Das ist okay, finde ich. Man kann als RSS das haben. Das hat bei mir jetzt nicht funktioniert. Was aber funktioniert, ist Text. Da bekommt man dann einfach eine Textdatei, wo dann das Zeug einfach drin steht. Easy. Kann eben was mit anfangen. Für die Nerds kann ich hier dieses Grab-Tweets empfehlen. Das funktioniert auch ziemlich gut. Das ist einfach ein Python-Skript. Das lässt man einfach einmal stündlich sozusagen laufen, was dann die Tweets sozusagen backupt in eine Textdatei. Der Nachteil von dem originalen Grab-Tweets ist, viele der Metainformationen, also in Reply to, also an wen diese Nachricht ursprünglich gerichtet war, gehen verloren. Die Source, von wo es gesendet wurde, geht verloren und so weiter und so fort, was alles ein bisschen schade ist. Wo wir gerade eh dabei sind, so nerdig zu reden, wenn man hier diesem Mercurial-Link folgt, gibt es hier unten von Kit diesen Fork. Der Fork macht einfach nur dasselbe wie Grab-Tweets, nur eben, dass diese Metainformationen noch mit dabei sind. Ist schon uralt, ja, wird nicht mehr weiterentwickelt, funktioniert aber noch. Kann man sich runterladen, finde ich persönlich ziemlich gut. Habe es auch mal benutzt, bis ich eben das Tweet-Backup benutzt habe und dann habe ich gemerkt, okay, das ist dann doch ein bisschen angenehmer. Aber eben für Nerds, hier die Lösung, Python-Skript runterladen, könnt ihr noch schön debuggen. Ich glaube, die Leute freuen sich auch darüber, wenn ihr irgendwelche Patches ihnen submittet. So, das war jetzt also die zweite Episode des Twitter-Screencasts. Ich habe hier noch zwei Wikis zusammengesucht. Wenn man sich eben noch ausgiebiger mit Twitter-Apps auseinandersetzen möchte, kann man da eben nachschauen. Ich kann einfach in 15 Minuten nicht alle Twitter-Services, die es da draußen gibt, erklären. Deswegen schaut vielleicht da mal nach, wenn euch das Thema näher interessiert. MyFavStar habe ich ja zum Beispiel auch vergessen. Ja, im dritten Screencast geht es jetzt um Twitter-Clients endlich mal für den Mac, fürs iPhone. Da seid ihr wahrscheinlich auch schon ganz heiß drauf, dass es wieder um unser Lieblingsbetriebssystem bzw. die Lieblingsbetriebssysteme geht. Ich bin auch sehr, sehr glücklich, jetzt endlich mal announcen zu dürfen, bekannt zu geben, dass wir eine neue Kooperation haben und zwar mit FreeMax Software, die jetzt in Zukunft mit macOS 10 Screencast zusammenarbeiten werden. Ist eine deutsche Webseite, free-mac-software.com. Geht es eben nur um Free Mac Software, wie der Name schon sagt. Und ja, ich freue mich, euch beim dritten Screencast begrüßen zu dürfen und bis dahin. Tschüss!